In diesem Video zeigen wir dir einen perfekten Flow für Lindy Hop, der alle drei der wichtigsten Aspekte von Lindy Hop abzeichnet. Charleston-Elemente, Six-Count-Elemente, Eight-Count-Swing-Out-Elemente. Let's dance! Wir starten gleich mit dem ersten Flow und das ist der Six-Count-Flow. Wir starten mit einem Tuck-Turn. Dann tanzen ein Follower oder She-Goes. Gleich danach ein Leader, He-Goes. Ein Bring-In. Und gleich, das ist schon der Wechsel zum Charleston, weil das ist nämlich der zweite Flow. Kurze Erklärung, hier starten wir aus der geschlossenen Haltung, tanzen ein Tuck-Turn, eine Rechtsdrehung für den Follower. Gleich ergibt sich daraus ein Right-Side-Pass für Sie, in dem Fall für den Follower. Linksdrehung, jetzt tanze ich unter meiner linken Hand einen Six-Count-Right-Side-Pass für den Leader. Dann bringe ich die Dame, den Follower, zu mir und öffne das gleich. Und das ist jetzt die perfekte Ausgangssituation für den Charleston. Weil das ist nämlich der zweite wichtige Aspekt, die zweite Disziplin im Lindy Hop Charleston. Kleiner Tipp hier, wenn man vom Triple Step, Rock Step, Triple Step und Rock Step, Triple Step zum Charleston wechselt, es ist auch eine andere Energie. Es schwingt nicht, sondern es bounced mehr. Und beim Charleston haben wir keinen Triple Step, logischerweise, dann nach dem Rock Step, sondern einen sanften Uphold Kick. Rock Step, Whoop. Beim Triple Step haben wir gleich Rock Step, Down. Und das muss der Follower natürlich mitbekommen anhand seiner Bewegung, anhand der Energie von dem Rockstep. Das heißt, wenn ich den Rockstep schwinge, dann ergibt sich eher ein Triple Step oder Downhold. Wenn ich es eher unbounce, sprich a whoop, boom, hab und meinen Körper zurückhalte, dann ergibt sich ein sanfter Uphold bzw. ein sanfter Kick daraus. Weiter mit unserem zweiten Flow in den Charleston-Elementen. Wir beginnen mit einem regulären Charleston und dann in geschlossener Haltung. Wir zeigen Wechsel. Das gleich so, weil das besser ja. Sieht. Ha, das ist der Charleston. Jetzt werde ich die Hand des Followers um die Hand des Followers bitten und wir tanzen Lolly-Kicks. Sprich, wir kicken in dieselbe Richtung, kicken in dieselbe Richtung. Ich mit links, sie mit rechts und umgekehrt. Ha. Und dann irgendwann hören wir damit auf. Wenn der Leader mit rechts kickt, wir wechseln hier auch die Haltung und dann schließen das Ganze ab. Einmal zeigen wir es noch aus dem Profil, so. Und ein Charleston voraus, noch ein Charleston, um dann in die Handposition zu kommen. Und und damit haben wir schon die zweite Disziplin, die Charleston, Lindy Charleston Disziplin. Die nächste, natürlich darf auch nicht fehlen, die Swingouts. Und wir tanzen hier eine klassische Folge aus dem Basic Swingout from Closed. Dann ein Swing-Out Inside-Turn, Swing-Out Outside-Turn und dann ein Circle 5, 6, 7 und 8. Wir haben einen ganzen Swing-Out-Guide, wo man sich sehr viele dieser Details anschauen kann. Hier nur ein kleiner Hinweis beim Swing-Out from Open. Ist wichtig, damit sie das gut ausgeht, dass der Leader auf den Follower zugeht, statt dass er statisch am Platz bleibt. Wir gehen beide aufeinander zu, vor allem der Leader geht mehr. Und 1, 2, 3 und 4, dadurch bin ich sehr viel proaktiver und helfe meinem Follower, dass wir uns beide
sehr effizient bewegen können. Wenn du genaue Tipps zu den verschiedenen Elementen und den Stilen auch im Lindy Hop haben möchtest, beziehungsweise auch in anderen Tanzstilen, dann schau mal vorbei in unserem Memberbereich der Social Dancing Academy, weil dort gibt es nicht nur diese Flows, sondern auch genaue Erklärungen zu den Elementen. Oder schau in unserem YouTube-Kanal, da gibt es auch einzelne Elemente noch gut erklärt. Für jeden der besprochenen Aspekte hier gibt es umfassende Kurse in der Academy. Somit kannst du deinen Flow erweitern und Lindy Surfen lernen, wenn das auch eine Disziplin wäre. Und wie immer freuen wir uns, gesehen zu haben. Wenn es dir gefällt, hinterlass uns ein Like oder einen Kommentar. Damit machst du einen großen Applaus für uns kleine YouTuber.